für mich persönlich geht es auch darum, dass man nicht nach Perfektionismus strebt oder die Latte so weit oben anlegt, dass man von einem Tag auf den anderen dann vegan leben möchte oder so. Ich denke, es geht vielmehr um kleine Schritte. Um viele kleine Schritte und einfach nicht quasi sich vom Weg abbringen lässt. Auch wenn man jetzt mal einen Fuß daneben setzt oder sie denkt, ah, eigentlich war das jetzt eine falsche Entscheidung oder eigentlich ja, Scheiß. Und dann einfach wieder zurückgeht und weitergeht und das Ziel vor Augen hat und sie trotzdem bewusst ist, dass man Einfluss hat. Total. Also ich glaube auch, dass wenn man sich selber da mit nur kleinen Handlungen einfach auf den richtigen Weg bringt und dann eben teilweise sich auch einräumt, dass man nicht perfekt ist und dass man sich doch irgendwas kauft, was im Nachhinein keine nachhaltige Entscheidung war, dann ist das trotzdem in Ordnung. Wir sind menschlich und jede Kleinigkeit. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man sich nicht von diesem großen Ganzen zu sehr einschüchtern lässt. Servus, grüezi und hallo. Ich hoffe, die Zeit verklagt mich nicht, wenn ich das als Begrüßung verwende. Shoutout an dieser Stelle an den gleichnamigen Podcast. Ihr habt euch aber wieder mal entschieden, bei DAV reinzuhören, dem Diary of Volunteers on Earth. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Viel Housekeeping gibt's diese Woche nicht. Nur die kurze Erinnerung an den Ö3 Podcast Award. Diese Woche kann man nämlich noch fleißig voten. Und wenn ihr fleißig genug wart, dann kommen wir am 5. Februar vielleicht sogar ins Stechen um den Newcomer Award. Also nehmt euch die Minute Zeit, es dauert nicht lang. Am besten jetzt gleich auf Pause drücken und für heute abstimmen. Man kann das jeden Tag machen und ich würde mich freuen. Außerdem dann noch ein kurzes Wort zu den Begleitfolgen der Tagebucheinträge, nämlich dem sogenannten Deep Dive. Wer auch auf Englisch gerne Podcasts hört, ist herzlichst dazu eingeladen, da einmal hineinzuhorchen. Gerade auf den letzten Deep Dive zum Thema Hospizbegleitung bin ich recht stolz. Der ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Damit jetzt aber zum dieswöchigen Eintrag. Den habe ich mit dem Verein MERA, der Mediterranean Education and Research Association, aufgenommen. Und auch wenn es der Name und unsere geografische Lage hier in Österreich nicht unbedingt vermuten lässt, aber MERA wurde vor mittlerweile fast 3 Jahren von ungefähr 2 Handvoll leidenschaftlichen MeeresliebhaberInnen gegründet in Graz in Österreich. Und mit 2 davon, nämlich mit der Steffi und der Moni, durfte ich mich unterhalten. Und sie haben mir unter anderem erzählt, woher die beiden ihre Faszination fürs Meer haben. Das verraten sie im Podcast. Definitiv eine Faszination, die ich mit den beiden teile. Wir reden aber nicht nur über das Meer und das Mittelmeer, sondern allgemein über Naturschutz, Umweltbewusstsein und all die Problemfelder bzw. Aktionsfelder, in denen wir auch aktiv werden können. Für mich war es wieder einmal ein absolut bereicherndes, sehr inspirierendes und durchaus auch amüsantes Gespräch. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis, dass MERA sich irrsinnig über begeisterte und interessierte Menschen freut. Sie haben am 22. April außerdem einen riesengroßen Aktionstag geplant. Für den suchen sie auch noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Also, get in touch, wen das bockt. Via contact@mera.or.at oder auch sonst auf den sozialen Medien. Die Links gibt es auch in den Shownotes. Jetzt aber durchatmen, eintauchen, zuhorchen, staunen, hoffentlich auch das ein oder andere Mal schmunzeln. Ganz viel Spaß mit dem Diary of Volunteers on Earth und MERA. Einen Eindruck vermitteln, wo wir gerade sind. Wir sitzen zwischen ganz vielen Pflanzen, einer wunderschönen großen Monstera, glaube ich, gell? Ja. Bei der Moni in der Wohnung. Und die Steffi sitzt auch bei mir. Und die beiden haben sich bereit erklärt, für den Verein MERA mir zur Verfügung zu stellen und ein paar Fragen zu beantworten. Und am besten gebe ich gleich an euch das Wort, was MERA ist, was ihr so macht. Und vielleicht auch, wer so seid, aber da können wir dann nachher nochmal
einhaken. Ja, gerne. Danke für die Einladung an der Stelle. Wir freuen uns total, dass wir heute da sind. Ja, was ist Mera? Vielleicht einfach einmal aufrollen mit dem Namen. Wir sind nämlich die Mediterranean Education and Research Association. Das heißt, die zwei wichtigen Worte oder Schlagworte sind da Education and Research. Also nicht Mediterranean. Ja, wohl auch, aber wir wollen eben Bildung und Forschung im Mittelmeerraum unterstützen und das von Graz aus. Das heißt, wir sind ein ehrenamtlicher Verein mit Sitz in Graz und strecken unsere Fühler regelmäßig ans Mittelmeer aus. Mhm. Ich habe gesehen, ihr feiert bald euren dritten Geburtstag, glaube ich, gell? Voll schön, das war mir gar nicht so bewusst. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das entstanden ist, das Projekt, wie der Verein gegründet worden ist? Weil ich denke mal auch, mein erster Gedanke war Österreich, Binnenland, Meer. Okay, spannend, aber ihr habt sicher Erklärung dafür. Voll. Also ich glaube, die Frage stellen sich eh viele, die müssen wir immer wieder erklären. Der Kern oder das Kernteam von uns hat sich eigentlich an unterschiedlichen marinbiologischen Stationen am Mittelmeer getroffen, gefunden, zum Beispiel an der Meeresschule in Pula. Und ausgehend von dort haben wir eigentlich dann zurück in der Heimat festgestellt, wir sitzen jetzt in Österreich und von uns persönlich ist das Meer jetzt der große Teil geworden und sehr wichtig. Und wenn man mit den Mitmenschen spricht, dann ist das Bewusstsein für das Mittelmeer, für den Ozean eigentlich wenig bis kaum vorhanden. Und da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, machen wir was, starten wir was. Und so hat sich das eigentlich entwickelt und spiegelt da unsere Vision und den Leitgedanken wider, dass wir das Meer auch ein Stück nach Österreich holen wollen und einfach aufzeigen wollen, dass wir da in Österreich auch einen Einfluss haben und das Meer gar nicht so weit weg ist. Wie man denkt. Ja. Genau. Wir sind ja nicht, seid ja nicht nur ihr zwei, sondern wie viele Leute stehen da quasi dahinter oder wie viele waren beim Gründungsteam oder was nicht, bei der Gründungsgruppe dabei? Und wie groß seid ihr heute, nach 3 Jahren ungefähr? Gegründet worden sind es, ich glaube, es waren so zwischen 5 und 10 Leute, die waren die, die sich zusammengesetzt haben, die gesagt haben, wir sind da, wir sind bereit, Zeit und Kraft quasi zu investieren. Und mittlerweile sind wir so schwankend, ich habe jetzt gerade die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber so zwischen 40 und 50. Genau, Mitglieder und die wirklich aktiv quasi mit dabei sind und pushen und organisieren, würde ich sagen, sind wir so ein Kernteam von guten 10 Leuten. Mhm. Wo wir uns untereinander organisieren und um Hilfe schreien und verschiedene Ideen sammeln und umsetzen. Könnte, also ich gehe mal davon aus, ihr wart damals auch bei der Gründung dabei. Wenn ihr euch zurückerinnert, wie war das damals für euch? Wart ihr dann einfach so bis in die Fingerspitzen motiviert, dass ihr euch gedacht habt, wir wollen jetzt auch irgendwas in Österreich vor Ort, wo wir herkommen, machen? Oder wie ist das abgelaufen damals? Es ist so abgelaufen, dass wir eigentlich viele gerade frisch aus der Meeresschule gekommen sind. Das heißt, wir haben das Meer noch so ein bisschen in uns gehabt, würde ich fast sagen. Und dann haben wir uns zusammen am Anfang noch mit der Meeresschule in Pula, das muss man auch sagen, zusammengesetzt und haben uns gedacht, total cool, wir wollen es. Und es war schon ziemlich Fieber, was da ausbrochen ist, würde ich sagen. Also genau, man muss auch dazu sagen, vor 3 Jahren war es eigentlich die Aussicht sehr rosig und dann, wie wir alle wissen, haben wir einen ziemlich heftigen Rückschlag durch Corona. Also die erste Idee war, wir veranstalten eine große Vortragsreihe in Hörsälen der Uni Graz und wir machen Exkursionen und bieten verschiedene Workshops an. Und dann sind wir gefühlt mit diesem frischen Wind oder mit dem Auftrieb vor der Situation gestanden, es geht gar nichts. Ja, so ist es, glaube ich, vielen gegangen. Ja, genau. Darum auch an dieser Stelle, also das, ich denke, das werden viele Vereine kennen, die jetzt auch dieses Aufblühen und Aufleben wieder nach Corona, einfach dieses schöne Gefühl, wirklich Dinge umsetzen zu können im echten Leben, wo man gegenüber sitzt. Mhm. Ja. Ja, voll, ganz wichtig. Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, die Meeresschule in Pula. Wie hat es euch dorthin verschlagen, beziehungsweise was hat es mit dieser Meeresschule eigentlich auf sich? Wie kann man sich das vorstellen? Also die Meeresschule ist
eine, wenn man es jetzt runterliest, eine marinbiologische Institution. Einerseits für Studierende, die an die Meeresschule kommen und dort forschen können, zum Beispiel Abschlussarbeiten mit Unterstützung der Meeresschule verfassen können. Aber ein Großteil ist einfach die Umweltbildung, also Schulen aus Österreich, Deutschland und auch aus der Schweiz, sogar aus englischsprachigen Ländern zum Teil, waren dann in den Sommersportwochen zum Beispiel nach Pula und schauen sich dort vor Ort das Meer an. Und lernen dann mit Vortragenden das Meer kennen, in Theorie und natürlich dann auch in Schnorchelpraxis. Mhm. Schnorcheln betonst du, weil vielleicht manche Leute annehmen, dort kann man auch tauchen gehen und so? Oder warum? Oder kann man das eh auch vielleicht? Ich weiß es nicht. Schnorcheln betone ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass für viele Schülerinnen schon das erste Mal ist, dass man wirklich mit Schnorchelmaske, Taucherbrille, da unter die Wasseroberfläche schaut. Und weil das doch ein zentraler Punkt ist, auch an der Meeresschule, dieses Verknüpfen von Praxis und Theorie, dass man es dann tatsächlich unter Wasser selbst entdeckt und hinschaut und sich da auf die Suche quasi begibt. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich habe nämlich den ersten Lockdown in Indonesien verbracht und bin dort... Also geplant waren, also es war eigentlich geplant, was ganz was anderes, aber im Endeffekt sind wir dann 4 Wochen gestrandet, mehr oder weniger bei eben so einem Research and Conservation Center auf Lombok im Süden von der Insel. Und da war es genau das gleiche, also das Prinzip war genau das gleiche eigentlich, dass, also es haben auch Leute dort ihre, sie haben es A-Levels genannt, in Meeresbiologie machen können. Oder irgendwie, es war, glaube ich, ein 12-wöchiger Kurs oder so. Äquivalent zur Matura, glaube ich, ist das. Ich weiß gar nicht. Sie haben es verkauft als Vorbereitung, wenn man es studieren möchte. Keine Ahnung. Also A-Levels ist äquivalent zur Matura, aber ich glaube nicht, dass der Kurs von denen jetzt irgendwie was mit der Matura zu tun gehabt hat. Aber das war halt so ein britisches Pärchen und ihre Familie, die, und sie ist selber Meeresbiologin, er ist Chemiker und die haben dann einfach ihren Traum umgesetzt und haben das durchzogen. Und da haben wir halt auch dann jeden Tag 2x tauchen dürfen und wir haben so Korallenbäume installiert und so Blocks oder so Tische, wo dann die Korallen wieder wachsen können. Und es ist echt was anderes, wenn du die Praxis direkt mit der Theorie verbinden kannst, weil du lernst halt über die ganzen Fische und dann gehst du am Nachmittag ins Wasser und siehst die ganzen Fische und musst sie halt identifizieren können. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich kann mir das sehr lässig vorstellen, im Pula. Und ihr habt es auf eurer Homepage auch zum Beispiel, dass die regelmäßig nach Freiwilligen suchen, weil im Podcast geht es ja auch ein bisschen ums Ehrenamt und die Freiwilligenarbeit. Die suchen regelmäßig nach Volunteers. Oder wie läuft das dann ab? Absolut. Also es gibt dort PraktikantInnen, wird das dort genannt, und die dann den Kursbetrieb unterstützen. Das heißt, die eben mit SchülerInnen ins Wasser gehen, ihnen das erste Mal Schnorcheln beibringen und so. Das heißt, die Meeresschule Pula sucht immer Volontäre. Wir suchen in Graz immer Mitfreudige, die uns unterstützen. Das heißt, wenn jemand Lust und Zeit hat, seine Freizeit mehr am Meer zu verbringen, ist er sicher an der richtigen Adresse. Ja. Ich weiß, dass mein Bruder ganz genau hinhören wird. Der hat nämlich immer mit dem Gedankenspiel zu Meeresbiologie oder so zu machen. Und ihr seid dort auch als Volontärinnen gewesen oder ihr habt dort eure Forschung gemacht? Nein. Oder beides? Also ich war dort als Praktikantin, genau, und habe dann die Schulklassen begleitet. Okay. Genau. Okay, gleich. Ja. Und ihr macht es jetzt auch in Graz oder in der ganzen Steiermark oder über die Steiermark auch schon hinaus? Nein. In der Steiermark. In der Steiermark bietet ihr Workshops und Kurse an. Genau, also wir hatten letztes Jahr dann das Glück, eine EU-Förderung zugesichert zu bekommen und können jetzt einen 2-stündigen Workshop anbieten, der quasi das Meer ins Klassenzimmer holen soll, vor allem aber auch die Problemfelder. Und wir diskutieren dort mit den Schülerinnen dann unter anderem über die Problematik von Mikroplastik oder schauen uns an, naja, welchen Einfluss haben wir eigentlich da tagtäglich auf das Meer? Und das ist, mittlerweile haben wir über 200 Schülerinnen schon erreicht und es wird echt gut angenommen von den Schulen. Das Feedback ist auch sehr, sehr spannend. Also wir schließen und wir beginnen auch mit der Frage, naja, wo beginnt das Meer?
Und im ersten Moment sind die Schülerinnen dann immer so Fangfrage. Blöde Frage, das Meer ist dort, wo ich mit den Füßen im, also am Strand stehe und mir die erste Welle berührt. Und der schönste Moment in den Workshops ist dann am Ende, wenn man die einzelnen Stationen und Inhalte sammelt und dann nochmal in die Klasse fragt und sagt, naja, jetzt nach dem ganzen Input, wo beginnt das Meer? Und einer aus der 8. Schulstufe, also 4. Klasse Mittelschule, hat dann war total von der Rolle und hat gemeint, ja, wenn er so jetzt darüber nachdenkt, dann beginnt das Meer nirgends und es hört nirgends auf. Und also es ist ein sehr schöner Workshop, auch als Workshopleitung. Ja, und wenn ihr die Frage beantworten müsstet, hat er recht, der Schüler, dass es eigentlich nirgends aufhört? Ja, also beim Ausarbeiten von den Workshop-Materialien habe ich auch für mich immer mehr festgestellt, so auch wenn Österreich so gefühlt so weit weg ist und man als Österreicher, Österreicherin das Meer immer nur mit dem Urlaub verbindet, dann ist es trotzdem sehr zentral. Also für mich beginnt es egal, ob es beim Wäsche kaufen, Wäsche waschen, beim Abfluss, beim Einkaufen, wenn man an der Mur spazieren geht. Oder auch wenn man sagt, der Sauerstoff, den man atmet, ist ja auch zu 70% von den Ozeanen produziert oder von den Lebewesen in den Ozeanen. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen eigentlich. Du hast es jetzt gerade so beiläufig fast in dem Satz erwähnt, aber 70% von unserem Sauerstoff. Genau. Eigentlich ein Wahnsinn. Ja, total. Voll. Das ist richtig arg, ja. Da gibt es eine Serie, die heißt One Strange Rock. Das ist mit Will Smith und ich glaube, man kann es auf Disney Plus anschauen. Das ist jetzt eine Empfehlung von mir. Weil da, Werbung? Unbezahlt. Das sei dazu gesagt. Wahrscheinlich kann man es woanders auch noch anschauen. Oder ihr könnt euch auch an mich wenden, ich lade euch dann illegal runter. Nein, aber das ist lustig, weil sie mit Astronauten gemeinsam die Serie gestalten und quasi von oben vom Weltall aus auf den Planeten schauen und sich anschauen, wie viele solche Dinge eigentlich verbunden sind, die man so, wenn wir uns herunten auf dem Planeten befinden, überhaupt nicht mitkriegt oder checkt. Und da ist, ich glaube, also wahrscheinlich wird es die gleiche Zahl gewesen sein, nehme ich an, aber eben auch, dass ganz viel da im Meer eigentlich passiert und was auch passiert, wenn dann eben, keine Ahnung, sich der Regen oder die Menge des Regens verändert, wie das sich aufs Meer auswirkt und wie das sich dann auf unseren Sauerstoff auswirkt. Das ist so arg, wie das eigentlich alles miteinander verknüpft ist. Und ihr als Biologinnen habt eigentlich genau das als euer Metier. Genau. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Oder haben wir jetzt die Frage eigentlich beantwortet, wo das Meer aufhört und wo es anfängt? Nein, aber es fängt bei dir, für dich fängt es beim Einkauf an oder beim Spazieren an der Mur, überall. Ja. Wo ist es bei dir, Steffi? Ich bin da tatsächlich auch ziemlich d'accord mit der Moni. Also man kann so viele Kleinigkeiten in seinem Alltag verändern. Einfach darauf achten, wenn man nicht nur beim Einkauf, sondern auch beim Wegwerfen dann. Man hat irgendwas aus Plastik gekauft. Ja, wie schmeiße ich das weg, wenn der Mistkübel überfüllt ist, wirf ich das noch oben drauf und weiß eigentlich, okay, beim nächsten Windstoß wird das davon geblasen, wer weiß wohin, ja. Wenn man an der Mur spazieren geht, dann meistens dann in die Mur, wo landet das? Mhm. Also es sind so kleine Handgriffe, die man einfach, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf einfach sehr, sehr, sehr viel, also wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, einfach ein bisschen zum Besseren wenden kann, weil natürlich Plastik lässt sich in unserem Alltag nicht immer vermeiden. Also da müssen wir ganz ehrlich sein, vieles geht nicht ohne Plastik. Auch wenn man den Medizinbereich denkt natürlich, aber man kann dann eben dafür umso mehr darauf achten, dass man Müll trennt, wo man es wegwirft, eben einfach mit einem zweiten Auge drauf schauen und reflektieren. Es ist echt nicht so einfach und vor allem, was ich auch von mir selbst kennen ist, man hat, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, hat man es dann vielleicht für ein paar Wochen, wenn es gut läuft, vielleicht für ein paar Monate, dann achtet man drauf und dann irgendwann kommt man wieder in die gleichen Routinen wie davor und dann, also bei mir war es zum Beispiel mal bei Palmöl so, weil das ja auch ein irrsinnig orges Thema eigentlich ist und irrsinnig viel Lebensraum zerstört wird. Und dann habe ich auch, ich habe nämlich einen Orangutan in einer Palmölplantage gesehen. Das war der Grund. Und das war richtig schockierend.
Wir haben versucht, den da wieder wegzukriegen, weil wenn der da sitzt und der frisst halt die Früchte von der Palme, wird er erschossen. Weil die von der Plantage, die Arbeiter, denen ist das wurscht. Und wir haben dann halt versucht, den wieder von der Plantage runterzuscheuchen durch Klatschen. Hat eh nicht gut funktioniert, aber das hat sich so eingebrannt bei mir. Und ich habe dann wirklich gesagt, ja passt, kein Palmöl mehr. Und habe bei jedem Produkt, und zu der Zeit habe ich in China gelebt, das war nicht leicht, bei jedem Produkt geschaut, ob und keine Ahnung, wie viele Wochen, es waren vielleicht 5, wenn überhaupt 6 Wochen, dass ich es durchgehalten habe und dann war es schon wieder vergessen. Was kann man machen, um sich regelmäßig an solche Dinge zu erinnern und sowas immer im Hinterkopf zu behalten? Oder was macht ihr, dass euch das nicht verloren geht? Also ich meine, ihr beschäftigt euch regelmäßig damit, aber was könnt ihr empfehlen? Also ich glaube, einen Punkt hast du jetzt eh selbst schon erklärt, dieser persönliche Bezug. Das ist uns sehr wichtig, dass man zum Beispiel in den Workshop startet. Was verbindest du mit dem Meer? Da kommt ja häufig diese positive Erinnerung an Urlaub und der Geruch von Salzwasser und die Schildkröte ist das Lieblingstier oder so. Ich glaub, das Delfin bei mir. Ja. Wir hatten auch schon Haifisch. Also. Ja, ja. Und ich glaube, es geht im ersten Moment darum, dass man das Interesse weckt und auch diese Verbindung schafft von diesen positiven Emotionen und dann verbindet mit dem Bewusstsein, welchen Einfluss man auch hat und welche Entscheidungen man trotzdem trifft. Und ich denke schon, dass es ein sehr herausforderndes Thema ist, allgemein im Umweltschutz, im Naturschutz. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, Wissen tatsächlich. Desto mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt und natürlich logischerweise auch weiß von den Bedrohungen, von den Zusammenhängen, dann richtet man natürlich sein Leben oder sein Handeln am Meer danach aus. Aber du hast ja auch gesagt, die Schwierigkeit besteht darin, dass man die Vorsätze dann noch eine längere Zeit beibehält. Und also ich merke es bei mir sehr oft, dass es, denke ich, schon die große Herausforderung dann, gerade in unserem gelobten Land mit dem Überfluss, dann hat man einen stressigen Tag. Oder ist mit dem Kopf wo ganz woanders, dann muss es mal schnell gehen und achtet vielleicht beim Einkaufen nicht zu sehr drauf, nimmt sich nicht die 3 Minuten Zeit, um die Inhaltsliste zu studieren, wie bei deinem Beispiel vom Palmöl. Und ich denke, oder für mich persönlich geht es auch darum, dass man nicht nach Perfektionismus strebt oder die Latte so weit oben anlegt, dass man von einem Tag auf den anderen dann vegan leben möchte oder so. Ich denke, es geht vielmehr um kleine Schritte, um viele kleine Schritte und einfach nicht quasi sich vom Weg abbringen lässt, auch wenn man jetzt mal einen Fuß daneben setzt oder sie denkt, eigentlich war das jetzt eine falsche Entscheidung oder eigentlich Scheiß. Darfst du ruhig sagen, du darfst von mir alles sagen, das ist mein Podcast. Sehr gut. Da darf man fluchen, was man will. Und quasi dann einfach wieder zurückgeht und weitergeht und das Ziel vor Augen hat und sie trotzdem bewusst ist, dass man Einfluss hat. Total. Also ich glaube auch, dass wenn man sich selber da eben mit nur kleinen Handlungen einfach auf den richtigen Weg bringt und dann eben teilweise sich auch einräumt, dass man nicht perfekt ist und dass man hastig einkaufen geht oder man sich eben doch irgendwas kauft, was im Nachhinein keine nachhaltige Entscheidung war, dann ist das trotzdem in Ordnung. Wir sind menschlich und jede Kleinigkeit. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man sich nicht von diesem großen Ganzen zu sehr einschüchtern lässt. Eben, Moni, wie du vorher gesagt hast, es gibt so viele Themen im Umweltbereich, nicht nur das Meer, es gibt auch andere Dinge, wo man sich einlesen kann, wenn man da sich einfach... Ich glaube, da kann man schnell versinken und ich glaube, wichtig ist, dass man dort, wo es gut geht, anfängt und ansetzt und merkt, okay, gut, wenn ich mich darin wohlfühle, dann kann ich vielleicht ein bisschen expandieren, dann probiere ich das aus. Genau, und einfach seinen Weg dort findet und einfach selbstbewusst mit seinen Entscheidungen umgeht. Ja, du hast es ja jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ich finde, das ist auch was man sehr oft als sozusagen Gegenargument gegen etwaige aktivistische Bewegungen hört. Ja, warum soll ich jetzt irgendwas tun? Das hat eh überhaupt gar keinen Effekt, wenn die ganzen großen Player
nicht ihre Arbeitsweisen oder was auch immer verändern. Oder wenn, ganz oft ist es auch, dass andere Länder, die tun ja nichts. Und warum sollte Österreich dann oder die EU, warum sollten wir uns dann jetzt da einschneiden und auf irgendwas verzichten, wenn das der Rest der Welt nicht macht? Ist das was, also ich gehe mal davon aus, dass ihr etwas parat habt, was man solchen Leuten dann sagen würde, dass das eigentlich kein gutes Argument ist, dann eben nichts zu tun. Voll. Also ich würde unterscheiden, es ist tatsächlich ein gutes Argument. Ja. Große Industrien haben einen riesengroßen Einfluss. Das muss man so akzeptieren und muss man so hinstellen. Aber es ist nicht als gutes Argument, im eigenen Handlungsfeld untätig dazusitzen. Weil ich trotzdem glaube, dass jeder für sich über seinen Einfluss nachdenken soll. Und es geht ja auch, es geht nicht nur um die Entscheidung, oder? Sondern für mich geht es dann auch irgendwie ums eigene Wohlbefinden und dass man sagt, man kann sich gewisse Entscheidungen trotzdem leisten. Mhm. Im Unterschied zu anderen Ländern, wo zum Beispiel die Mülltrennung nicht so gut funktioniert. Da geht es bei uns in Österreich ja tatsächlich zum Teil nur darum, dass ich meinen Plastiksackerl in den richtigen Mülleimer schmeiße. Und selbst das funktioniert nicht immer. Genau. Ja. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema tatsächlich in diesem Podcast, worauf es eigentlich hinausläuft, was du gerade gesagt hast, nämlich das Privileg, was wir in Österreich halt genießen, dass wir ein sehr, sehr wohlhabendes, sehr hochentwickeltes Land sind, wo ganz viel Infrastruktur wirklich state of the art eigentlich ist, wenn man es international vergleicht. Und dass wir dieses Privileg haben, eigentlich diese Entscheidung zu treffen, weil, also keine Ahnung, eben wie gesagt, ich war in Indonesien unterwegs, in Malaysia, wo die Leute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Müll schwimmen, weil sie einfach genau dieses Privileg nicht haben, dass sie auf das achten, weil sie sowieso mit dem Überleben kämpfen müssen. Also das ist, glaube ich, kann man echt nicht stark genug unterstreichen, dass. Ich glaube auch, man muss gar nicht bis nach Malaysia. Also wir waren heuer mit dem Verein in der Türkei zum Beispiel bei einem Schildkrötenschutzprojekt. Und auch da habe ich mich vorher informiert, was ist einzupacken und habe das Feedback bekommen, schau doch bitte, dass du ein abbaubares Duschgel oder Seife, was immer das dann ist, mitnimmst. Weil man weiß nicht, wo die Rohre enden. Und mit dem hätte ich einfach nicht gerechnet in der Türkei. Aber ist ganz logisch. Und dann denkt man sich dort, man ist dort auf diesem Schildkrötenschutzprojekt, auf diesem Campingplatz. Und rundherum sind lauter riesige Hotels mit ganz, ganz viel Massentourismus. Und man sagt so schön, schickimicki. Und natürlich könnte man sich dann denken, was mache ich jetzt dann dort mit meinem abbaubaren Duschgel? Aber es macht einen Unterschied. Und wenn das Leute wissen würden, würden sie wahrscheinlich auch, oder würden viele anders entscheiden. Ich habe zum Beispiel dort auch als Feedback bekommen, dass Hotels, die viele deutsche oder österreichische, jedenfalls sehr westliche Gäste haben, dass die viel mehr darauf achten, wie schildkrötenkonform quasi sie ihr Hotel ausrichten oder ihre Liegen aufstellen, weil ich glaube, wir einfach auch einen hohen Bildungsstandard haben, es immer mehr Thema wird, Tierschutz, Tierwohl. Die Müllproblematik kommt immer mehr, Gott sei Dank, wird immer mehr Thema und auch in den Medien natürlich. Und die schauen wirklich tatsächlich mehr drauf, weil die Feedback kriegen von den Gästen, die dann dort die Schildkröten schlüpfen sehen und sehen, das läuft aber nicht gut. Wieso wird das nicht angegangen? Also ich glaube, dass man da eben sehr wohl auch als Urlauber, Urlauberin viel, viel bewirken kann. Ja. Einfach nur mit, wenn man muss gar nicht böse jemanden darauf hinweisen. Oft reißt man und sagt, schau dir das an. Oder wenn sich ein Urlauber fragt, wieso geht die Schildkröte jetzt in die falsche Richtung? Wieso geht sie nicht zum Meer? Ich habe gedacht, das ist Naturinstinkt zum Meer. Man sagt, naja, sie gehen nicht zum Meer, sie gehen zum Licht. Ja, genau. Die Lichtquelle. Der Mond ist, ja, eigentlich. Ja, ja, total. Also ich glaube eben, dass man. Und derjenige erzählt es dann vielleicht wieder jemanden weiter und wieder jemanden weiter. Und so, glaube ich, kann man viel einfach in seinem nahen Umfeld und dann auch weiter bewirken. Also ich finde das auch, es fasst eigentlich ganz gut zusammen, was ihr jetzt gesagt habt, eben dieses, niemand muss es zu 100% perfekt machen. Es reicht, wenn es jeder 5% besser macht, eigentlich.
wären wir schon viel weiter, als wenn ganz wenige versuchen, das zu 100% zu machen. Und ja, dieser Einfluss, den man dann doch hat als Einzelperson auch. Ich glaube, dass wir das oft unterschätzen. Ich sicher auch. Wie viel? Also keine Ahnung, ja. Muss man immer wieder selbst bei der Nase nehmen. Muss sich, glaube ich, jeder immer wieder dran erinnern. Ja. Ich war gestern beim Dekagramm und habe mir dort das Lastenfahrrad ausgeborgt für ein paar Bullis, die ich abholen haben müssen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, warum gehe ich eigentlich nicht da einkaufen? Es ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber es ist nicht viel weiter als der nächste Spar. Und es ist nicht so viel Aufwand eigentlich. Aber ich glaube, Sie haben jetzt Preise verglichen mal tatsächlich. Mhm. Und wenn man es mit gleicher Qualität, also Bioqualität vergleicht, dann bist du genau gleich. Achso, ja, noch weniger Ausreden. Ja. Auch keine bezahlte Werbung übrigens, falls ihr euch das jetzt schon gedacht habt. Dieser Podcast wird nicht gesponsert. Noch nicht. Wie heißt denn dieses Turtle Center oder na, keine Ahnung, und wo ist das genau, beziehungsweise mit denen kooperiert sie auch so generell oder war das eine einmalige Sache? Das war tatsächlich der Startschuss, oder wir hoffen der Startschuss. Wir sind gerade dabei, einen Erasmus-Plus-Antrag für die Kooperation zu schreiben. Das heißt, wir hoffen da auch über Erasmus-Plus Gelder zu bekommen, die wir dann wiederum Studenten und Studentinnen zur Verfügung stellen können. Ich kann das jetzt einmal so vorsichtig ankündigen, weil wir ja noch nicht die Bestätigung haben für diesen Antrag. Aber es sollte nächstes Jahr eine Jugendbegegnung, nennt sich das, geben. Genau, in der Türkei, direkt bei der NGO EKAT. Das ist der Name der NGO. Die sind in Antalya, in Belek. Das heißt, die Reichen und Schönen, ja genau. Genau, da sind wir im Bereich der Reichen und Schönen. Also ich muss wirklich sagen, ich war eben sehr schockiert oder impressed, wenn man das einem auslegen will, von den Hotelketten dort. Ja, Turkish Riviera sagt man doch auch zu der Gegend dort, oder? Absolut, absolut. Soll jetzt nicht abschreckend wirken. Es gibt nämlich auch dort Abschnitte, wo kein Hotelbetrieb ist. Also die betreuen dort ungefähr 30 Kilometer Küste. Also wirklich sehr viel und eben direkt von den Hotels bis auf abgelegen. Also man hat da wirklich alles dabei. Und es wird dann im Juli eine dreiwöchige Jugendbegegnung geben mit Möglichkeit auf anschließendes Volontariat in der Türkei, unterstützend mit den Meeresschildkröten. Hauen wir auf jeden Fall in die Shownotes die Infos dazu und wo man sich dann informieren kann. Gehen wir noch ein bisschen tiefer auf die, also wir haben jetzt eh schon viel drüber gesprochen, aber auf diese Problemfelder ein, weil vor allem, ich denke, also ich kenne es halt eben, wie gesagt, vor allem aus dem asiatischen Raum, weil ich dort halt selber gelebt habe und viel unterwegs war. Aber in Europa und konkret im Mittelmeer, was sind so die größten Problemfelder? Sind es die gleichen? Ich denke mir zum Beispiel Korallenriffe und Schutz für Korallenriffe ist im Mittelmeer wahrscheinlich kein Thema oder doch vielleicht? Ich weiß es nicht. Es gibt weniger Korallen. Es gibt Korallen im Mittelmeer. Also die Annahme stimmt nicht, dass es überhaupt keine Korallen gibt. Es gibt Steinkorallen im Mittelmeer. Aber tatsächlich, was das größere Thema ist, einfach weil es flächig mehr ausmacht, sind Seegraswiesen, die super schützenswert sind, die sehr stark im Abnehmen sind. Einerseits durch Wetterlagen, die sich ändern, stärkere Winde, andererseits auch durch Bootsverkehr. Also Ankern ist ein ganz großes Thema. Und Entschuldigung. Man darf auch nachdenken, das ist kein Problem. Also es ist alles erlaubt. Genau. Oder Algenwälder, genau, das ist das Äquivalent, das Wort habe ich gesucht, das auf Steinboden vorkommt, die einfach eben Strukturen bilden, die dann eben die gleiche Funktion haben wie Korallenriffe in tropischen Meeren. Das heißt, die einfach Schutz bieten, Kinderstube sind, Tarnung sind vor diversen Fressfeinden. Also einfach so sehr lebhafte Biotope sozusagen, die man mit Korallenriffen vergleichen könnte, ein bisschen in die Richtung zumindest. Okay. Und was sonst, also ja, Wetter, Bootsverkehr haben wir jetzt gehabt. Was sind noch so große Problemfelder im Mittelmeer? Also ich denke, die Problemfelder im Mittelmeer lassen sich sehr gut mit den allgemeinen globalen Problemfeldern umlegen. Wenn man sagt, Bootsverkehr ist menschlicher Einfluss vor Ort, einfach wenn die dort ankern. Winde, Wetterveränderungen, die Klimaerwärmung natürlich auch im Mittelmeer spielt eine große Rolle.
Ein großes Thema im Mittelmeer ist auch Mikroplastik. Also es wird auch die Plastiksuppe genannt, einfach weil die Zu- und Abflüsse natürlich im Mittelmeer ganz andere sind. Und man sich das vorstellen muss, als würde sie dann das Mikroplastik wirklich wie in einer Suppe quasi potenzieren und ansammeln. Also im Vergleich zu größeren Ozeanen, wo die Durchmischung besser ist, haben wir im Mittelmeer sehr starke Mikroplastikbelastung, die im weitesten Sinne dann auch natürlich auf die Müllproblematik zurückzuführen ist und auch auf das Thema Müllentsorgung oder ja, Müllentsorgung eigentlich. Also von diesen Gebieten sind wir eigentlich sehr ähnlich wie bei den ganzen globalen Brennpunkten. Also ich habe immer den Eindruck gehabt eigentlich oder gedacht, dass das Müllproblem wahrscheinlich, oder was ist den Eindruck, ich habe einfach angenommen, dass das Müllproblem wahrscheinlich im Mittelmeer weniger arg ist, weil wir einfach ganz viel von unserem Müll halt eben zum Beispiel nach Südostasien verschiffen lassen. Aber das ist ein Trugschluss sozusagen. Und dass das durchaus schon auch, dass das problematisch ist. Was ist mit Fischerei? Ist das auch ein großes Thema im Mittelmeer? Definitiv. Absolut. Also es ist ganz spannend, wenn man zum Beispiel im Pool am Hafen steht und dort die Fischerboote mit den Fischern spricht, wohin der Fisch geht. Das ist eine ganz spannende Sache, weil der Fisch wird dann exportiert nach Italien. Und man steht andererseits in der Fischhalle am Fischmarkt in Pula und schaut sich an, von wo dort der Fisch kommt, und der kommt dann quasi aus der ganzen Welt so ungefähr. Also diese Transportwege oder auch dieser Trugschluss, wenn man im Urlaub an Fisch isst, dann ist der unweigerlich von dort, ist leider auch nicht so. Und natürlich Fischerei, die kleinen Fischereibetriebe sind unglaublich unter Druck, auch im Mittelmeer. Also Einboote, die wirklich nur mit einem Boot rausfahren. Ja. Okay, also auch das ist eigentlich ähnlich wie die internationale Situation. Okay. Vielleicht kommen wir noch einmal zu dem zurück, was das ganze Ehrenamt und den ganzen Einsatz anbelangt. Woher kommt bei euch persönlich die Faszination erstens einmal fürs Meer und dann zweitens aber auch, dass ihr, also wir haben es eh schon gesagt, ihr wart so fasziniert von der Meeresschule, dass ihr da einfach was weitermachen wolltet, aber warum eigentlich Meer? Bei mir hat das schon relativ früh angefangen. Mein Papa ist Taucher. Genau, das heißt, ich habe schon quasi als Kind mitatmen dürfen in 2 Meter Tiefe und war einfach so fasziniert, dass man in eine komplett andere Welt eintaucht. Man ist in einem anderen Medium. Es fühlt sich alles anders an. Es schaut alles anders aus. Und das hat mich einfach umkauen, und somit habe ich so ein bisschen schon das Leben ausgerichtet in die Richtung, kann man sagen. Mit dem Biologiestudium hat man dann natürlich super Anschluss. Das heißt, über das Biologiestudium, über Vorlesungen, über die Vorlesung im Ökosystem Meer, dass man an der Uni Graz zum Beispiel belegen kann, bin ich dann zur Meeresschule und habe da die Chance genutzt, und so hat sich das weiterentwickelt. Bist hängen geblieben. Bin hängen geblieben, genau. Und bei dir? Also bei mir war es anders. Ich war tatsächlich sehr spät das erste Mal am Meer und war dann einfach nur ängstlich, nicht vertraut mit diesem fremden, nass, salzig, Wellen. Und einfach dieser Moment, dann das erste Mal wirklich mit der Schnorchelbrille da runter zu schauen und über den eigenen Schatten zu springen und diese Welt unter der Wasseroberfläche, sich dem zu stellen und dann zu entdecken, dass es eigentlich in keiner Art und Weise vergleichbar ist mit dem, was wir tagtäglich vor unserer Nase sehen, für das man zum Teil eh schon sehr blind ist, wenn irgendwo Spatz ist. Oder das hat mich einfach fasziniert. Und da habe ich mir gedacht, das war für mich selbst so ein prägender Moment, über meinen eigenen Schatten zu springen und zu schauen, was gibt es da noch, und die Vorstellung von dieser unendlichen Weite, dass ich mir gedacht habe, ich möchte einfach viel dafür geben, dass andere Menschen, andere Jugendliche auch den gleichen Aha- und Wow-Effekt erleben und den Lebensraum ein bisschen anders gegenübertreten. Cool. Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich habe auch diese Angst vor dem Meer, die war bei mir schon auch recht lange da, obwohl wir Familienurlaub immer in Italien waren und am Meer, aber rausschwimmen und dann auf einmal
ist dunkler, das Wasser und so, das war schon. Und dann aber eben auch das Tauchen und diese Angst überkommen, das kann ich nur bestätigen aus eigener Erfahrung. Das ist schon ein cooler Moment, voll, wenn man das los wird. Was macht der Verein Mera in Graz sonst noch so? Beziehungsweise, ihr habt es auch gesagt, ihr sucht immer nach Ehrenamtlichen und Motivierten. Was machen die dann so mit dem Verein oder welche Aktivitäten habt ihr da? Also ein großer Punkt ist bei uns, wie eh schon angeklungen, auch die Wissensvermittlung. Also wir hatten mal eine Vortragsreihe online. Mit dazu zur Wissensvermittlung würde man auch eigentlich unsere Social-Media-Kanäle zählen, wo wir einfach versuchen, immer mal wieder Fakten und Wissen zu teilen. Ein bisschen Awareness schaffen. At Mera. Punkt. Also, Entschuldigung. Nein, Mera. Mera underline. Habe jetzt echt schnell gefragt. Der wird uns auch in die Shownotes. Ja. At Mera wahrscheinlich kommt es dann. Mera underline Mediterranean. Ja. Ah, okay. Genau, also da suchen wir immer Helferinnen. Jetzt im Zuge von dem Workshop, der sich See You nennt, veranstalten wir am 22.04. im Joanneum Graz einen großen Aktionstag, der auch das Meer quasi nach Graz holen soll. Da sind wir um jede helfende Hand und um jede Teilnahme und Interesse auch dankbar. Ansonsten sind wir eigentlich eine Mischung aus, wir treffen uns gerne und freuen uns, dass wir alle das Meer so gern haben. Okay, also ein Verein der Meeresliebhaber Graz sozusagen. Ja, genau, okay. Genau. Und gehen dann gemeinsam bowlen oder Kekse backen oder so. Ah. Und man gesellt sich unter Gleichgesinnte und es entwickeln sich auch ganz nette Freundschaften eigentlich draus, muss ich sagen. Also das ist immer sehr nett und dann versuchen wir jährlich eigentlich gemeinsam ans Meer zu fahren. Genau, eine Exkursion zu bieten, absolut. Also da waren wir eben, letztes Jahr waren wir an der Meeresschule, Pula wieder, das heißt, wir waren da quasi an unserem Stamm zurück und dort, das war total nett, da sind ganz viele meeresbiologisch Tätige, da, ich würde fast sagen Ikonen teilweise, also wenn man in der Szene unterwegs. Ja, genau, also waren da und haben uns beehrt mit Vorträgen, mit ihren neuesten Studien, die sie herausgefunden haben, da waren wir super dankbar. Die haben das natürlich auch ehrenamtlich gemacht, die sind dann in ihrer Freizeit zu uns gekommen. Es war sehr schön, wirklich. Und das Jahr davor waren wir bei Marimundi. Das ist ein meeresbiologischer Verein auch mit Sitz in Salzburg. Allerdings haben die auch ihre Haupttätigkeit auf der Insel Krk im Punat, haben dort ihre Station und dort haben wir am Bioblitz teilnehmen dürfen. Das heißt, da ist wirklich darum gegangen, wie viele Arten finden wir denn in einem ausgemachten Gebiet und denen ist das ganz wichtig, dass sie auch einheimische Kroaten, Kroatinnen mit einbauen. Das heißt, wir waren da mit einem Boot unterwegs. Das war auch eine ganz, ganz, ganz nette ganz nettes Event. Also wir waren auch sehr dankbar, dass wir da eingeladen worden sind. Ja, das stelle ich mir echt cool vor. So Exkursionen, das kriege ich selber fast ein bisschen Lust. Ist jederzeit willkommen. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas komplett vergessen? Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt? Nein, also ich glaube tatsächlich, unser nächster großer Punkt ist eh schon wie angekündigt der Aktionstag, wo wir natürlich sehr gerne alle Interessierte oder auch Neugierige einladen zum Vorbeikommen. Und das ist im Universalmuseum Joanneum, hast genau, du gesagt, im Auditorium im Joanneumsviertel, genau. Da werden wir mit einem Clean-up starten und uns dann quasi die einzelnen Problemfelder anhand von verschiedenen Experimenten anschauen, das ein bisschen näher bringen, genau. Und ansonsten denke ich, also von meiner Seite wird es nur noch einen Appell geben. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Steffi. Ich bin gespannt auf deinen Appell. Zu groß angekündigt. Nein, also ich glaube, in deinem Podcast geht es ja auch um die Freiwilligenarbeit und ich und die Steffi sind eine oder von den Engagierteren. Und ich möchte nur allen mitgeben, die freiwillig an einem Projekt arbeiten. Ich denke, es ist ganz normal, dass man neben Arbeit, Freizeit, Hobbys immer mal wieder an die Grenze stößt und sich die Frage stellt, so, ich mache das freiwillig, jetzt gerade im Moment dankt mir niemand dafür, sieht es eigentlich irgendjemand, was ich mache?
Aber ich glaube, es ist in dem Moment wichtig, dass man auch wieder auf diesem Pfad bleibt, auf diesem Weg, von dem wir vorher gesprochen haben. Und möchte mich auch an der Stelle bei allen bedanken, die freiwillig tatsächlich in ihrer Freizeit einem Ehrenamt nachgehen. Weil es doch eine sehr, sehr große und wichtige Aufgabe ist. Und ich glaube, ohne die vielen Menschen, die ihre Freizeit da opfern oder investieren, wird es viele gute Institutionen und Organisationen nicht geben. Und an der Stelle auch danke an dich, Steffi, danke an unsere engagierten Mitglieder, danke an dich, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, ja, ich sage auch danke. Ich glaube trotzdem, dass jeder einen Beitrag für eine gute Zukunft leisten kann. Voll. Ich habe mir gerade gedacht, wo du das gerade gesagt hast, ja, genau das ist DAF. Genau darum geht es in dem Podcast auch. Eben dieses, ja, einfach Dinge aus freiem Willen machen, weil man dafür leidenschaftlich ist, weil man den Mehrwert dahinter erkennt, weil man was zurückgeben möchte. Ja, all diese Dinge. Das bist du, magst du Werbung machen oder so für den Podcast? Ich bitte dich einstellen. Ich glaube, man sollte Werbung machen für jegliche Art von Freiwilligkeit. Also bitte schreibt die Organisationen an, schreibt auch gerne uns an und sagt einfach auch ohne, ganz, ganz niederschwellig, einfach hallo, ich bin die Maria oder der Max und ich würde gerne einfach dabei sein und einfach mal kennenlernen und reintauchen und man merkt dann ganz schnell, fühle ich mich da wohl, fühle ich mich da nicht wohl, aber ich glaube, so dieser Startschuss ist einmal wichtig, dass man einfach sagt, okay, ich rufe da jetzt an, ich schreibe da E-Mail hin, ich schicke eine Instagram-Nachricht, nichts schneller als das und schau, wo es mich hinführt. Voll, ja. Ich finde, du hast die Tierschutzrettung-Folge ein bisschen angehört. Das hat eh auch die Margot gesagt in der Folge, dass es für sie einfach dieses Aktivwerden auch so ein super Mittel war gegen die Gesamtsituation, die einfach manchmal überfordernd und überwältigend erscheint. Und ja, vielleicht, also ich kann mir auch gut vorstellen, oder ich kann es absolut nachvollziehen, wenn Leute sagen, die davon gelähmt werden, weil einfach so viel auf sie einprasselt, dass du dir denkst, boah, ich will mir am liebsten nur mehr verkriechen und unter der Decke. Aber für sie war das halt so, das Aktivwerden und was tun war ein Mittel dagegen, gegen diese Lähmung. Und ich finde, das ist auch was ich kann das nicht genug unterstreichen, was ich auch absolut empfinde, wenn ich für die Pfadis mich ehrenamtlich einsetze, Das hilft einfach. Es hilft, das Ganze ein bisschen besser zu bewältigen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr nickt beide sehr zustimmend. Ja, voll. Ich glaube auch. Und so wie es bei uns war, um das nochmal zusammenzufassen, uns hat ja auch quasi diese freiwillige Tätigkeit an der Meeresschule im weiteren Leben jetzt irgendwie eine neue Richtung gegeben. Wir haben uns infolgedessen dann für ein Studium entschieden, wo wir auch mit dem Bereich uns auseinandersetzen. Und ich denke, es bietet ja auch eine Möglichkeit, dass man sich in verschiedenen Bereichen einschnuppert, einliest und da reinfühlt und wie die Steffi ja gesagt hat, ob man sie wohlfühlt oder nicht. Also neben der Tätigkeit gibt es ja dann wunderschöne Parameter wie Freundschaften oder Bekanntschaften, schöne Erlebnisse oder einfach diesen Mehrwert auch dahinter zu sehen. Voll. Und ein Gefühl gegen diese Ohnmächtigkeit, ein Mittel gegen diese Ohnmächtigkeit zu finden. Das ist ein gutes Wort, ja, stimmt. Ja, voll. Schöne Plädoyers. Groß angekündigt. Ja. Gerade noch die Kurve gekratzt. Ja. Ja, cool. Das war jetzt wirklich cool, so wie vorher. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ich bin tatsächlich wunschlos glücklich da. Also die Moni hat eh schon das wichtige Datum des 22.04. hervorgehoben. Wenn ihr gerne zu den Schildkröten fahren wollen würdet, schreibt das. Auch wenn die offizielle Erasmus-Förderung nicht klar geht, wir haben trotzdem Wege, wie man das klingt jetzt so. Nein, wir haben einfach nur Erfahrung mit Freiwilligenarbeit. Also, das hört sich jetzt wirklich so im Koffer in die Türkei geschickt. Das werden wir natürlich nicht machen. Nein, aber es ist ja, also, das ist auch was, wo man wieder einen Bogen spannen kann zu dem, was wir vorher gesagt haben. Wir sind einfach auch ein bunt gemischter Haufen. Man muss auch sagen, nicht nur Biologen und Biologinnen, sondern generell umweltinteressierte Menschen, die sehr oft Freiwilligenarbeit gemacht haben. Und man kann sich auch sehr gut, wenn man weiß, wie, versuchen, sein Praktikum
selbst, also oder eben sich selber Förderungen für sein Praktikum zu holen. Das muss gar nicht so, wie wir das quasi machen, eine große Projektförderung sein. Das ist natürlich viel leichter dann für jeden Einzelnen. Aber wir stehen auch gern immer mit Rat und Tat beiseite, was einerseits Organisationen angeht, aber andererseits eben, wie man sich das vielleicht auch leisten kann. Weil natürlich, wir reden hier über Freiwilligenarbeit. Das ist nicht nur Zeit, das ist oft auch Kosten, die man dann selber tragen muss. Flug in die Türkei und so weiter. Das heißt, da geht es schon noch ein bisschen besonders, eben wenn man studiert, auch darum, wie kann man sich das gut finanzieren und wie steige ich da mit entweder möglichst keinem Minus aus, aber eben mit irgendwas, was für mich auch vertretbar ist, ja, weil keiner sollte sich da total ausnehmen. Genau, also da gerne auch sich melden. Wir reden später noch. sehr schön. Abschlussfragen habe ich zwei. Und zwar eine, ich habe eine Brieftaube, weil der Podcast heißt ja Dove, so wie die Friedenstaube eigentlich. Und ihr könnt eine Brieftaube verschicken. Müsst es nicht gemeinsam, könnt es auch jeder eine einzelne. Und an wen würde die gehen und was wäre der Inhalt? Das wird jetzt dauern, bis ich noch eine richtige Antwort gefunden habe. Ihr habt Zeit. Ich glaube, ich würde sie senden an eine Person, die gerade, wir haben vorher von diesem Ohnmachtsgefühl geredet, die gerade struggelt mit sich selbst, mit vielleicht Entscheidungen, die umwelttechnisch relevant sind, und einfach sagen, sei gut zu dir selbst und sei nachsichtig mit dir selbst. Ja. Schön. Die Latte liegt sehr hoch. Nachdem die Steffi jetzt alle abgeholt hat, die gerade vielleicht ohnmächtig dem Ohnmächtigkeitsgefühl erliegen, glaube ich, würde ich die Taube an alle freiwillig Arbeitende schicken in 10 Jahren. Eine zeitverzögerte Taube? Ja, genau, die sich sehr langsam auf den Weg macht. Dann trotzdem mit dem heutigen Standpunkt ein heutiges Bild der Situation, in der sie sich befinden, engagieren und sie dann in 10 Jahren daran erinnern, was sie geschafft haben. Weil ich glaube, auch in der freiwilligen Arbeit sind es viele kleine Schritte, die man innerhalb von einer kurzen Zeitspanne nicht wahrnimmt oder das Gefühl hat, man macht nichts, man erreicht nichts. Und ich glaube, wenn die Taube in 10 Jahren ankommt und man dieses Standbild von heute sieht, dann möchte ich trotzdem, dass jede Einzelne, die sich freiwillig für irgendwas engagiert, stolz ist auf sich, wenn sie das heute noch nicht ist. Punkt. Auch sehr schön. Spitze. Und allerletzte Frage, was sind eure Lieblingsvögel? Lieblingsvögel? Ah, da kann ich schnell antworten. Der Bienenfresser. Der Bienenfresser. Geil. Die gelb-schwarzen, gell? Die so wie die Maske. Sind das die? Naht? Die haben ein bisschen grün, haben sie noch. Ja. Die sind bei uns in der Nähe vom Neusiedlersee, dort in dem Gebiet, Nistensee. Sind total schöne Vögel. Auch wenn sie Bienen fressen, aber. Sei ihnen verzeiht. Ja, gut, das ist die Natur, oder? Ja, also das ist. Was ist dein Lieblingsvogel? Mein Lieblingsvogel. Ich bin ja der hier die Fragen stellt. Was ist mein Lieblingsvogel? Ich mag die Blauracke sehr gern, weil sie so schön ist. Und ich meine, ja, so ein richtig fetter Uhu ist auch cool. Ja, stimmt. Und die Harpie. Die Harpie im Amazonas. Die sind auch ziemlich fett, ja. Also die hast du schon live gesehen. Na. Amazonas war ich noch nie leider, ne? Zurück zu dir. Ich glaube, ich bin sehr bodenständig und traditionell, aber trotzdem sehr fasziniert von Adlern. Mhm. Einen speziellen oder generell? Na, generell. Ich glaube, das Gefühl von Fliegen hat wahrscheinlich was mit Tauchen. Ähnlich. Mhm. Aber diese Freiheit. Und ganz spontan, eure Lieblingsmeeresbewohner? Der Mola Mola. Du? Der Mola Mola, ja. Schon mal gesehen? Nein, leider, aber steht natürlich ganz oben auf der Bucketlist, wie bei so vielen Menschen. Ja. Aber ja,
Wäre schon schön, würde ich gerne mal zu Gesicht bekommen. Für alle, die es nicht wissen, Mondfisch, gell? Mhm. Glaube ich, ja. Mola Mola. Mhm. Ja, der größte Knochenfisch oder so? Absolut, ja. Ja, voll. Schaut euch Videos an, es ist sehr witzig. Der Lieblingsfisch. Meeresbewohner. Ach so, Meeresbewohner, okay. Können auch Säugetiere oder sonstige. Ich kenne lustigerweise, gibt es viele Taucher, die sehr auf, wie heißen die auf Deutsch? Nudie Branches? Nacktschnecken. Sind es einfach Nacktschnecken, nur? Ne? So mehr, also die es in ganz vielen verschiedenen Farben und Formen gibt. Seehasen mag ich tatsächlich sehr gerne. Seehasen? Ja. Warte mal, ist das so wie Seegurken? Na, was sind Seehasen? Seehasen sind auch Schnecken. Und dazu eine schöne, ich hatte einfach so eine schöne, eindrucksvolle Begegnung. Mit sehr große Schnecken, mit einem Seehasen. Muss man sagen. Ja, okay. Genau. Beim Ziehen von einem Planktonnetz bei schlechtem Wetter und einer Sinnfrage meines Lebens unter mir einen wunderschönen Seehasen, der durch das Wasser wie so ein Dracula im schwarzen Umhang geschwebt ist, und das irgendwie hat das Eindruck bei mir hinterlassen. Okay, verstehe ich aber. Ja. Cool. Spitze, ja dann, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Danke. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Also ich glaube, besser als Steffi und Moni kann man auch die Mission von DAF nicht wirklich zusammenfassen. Aktiv werden, einen Beitrag für eine positive Zukunft leisten. Step by step, niemand verlangt oder erwartet 100%. Und dabei dann auch noch Freundschaften und Bekanntschaften schließen, Erfahrungen sammeln, die einen fürs Leben bereichern. Also ich war wirklich so richtig inspiriert nach dem Gespräch, der eine oder die andere von euch hoffentlich auch. Und wie gesagt, falls es euch bockt, schaut auf der Homepage von Mera vorbei. Für euch gibt es jetzt noch wie gewohnt einmal den Bienenfresser. Und einmal ganz klassisch österreichisch den Steinadler. So, Seehasen und Mondfische machen wenig Geräusche, deswegen geht dieser DAF-Eintrag hiermit zu Ende. Bis zum nächsten Mal beim Diary of Volunteers on Earth. Macht's es gut, stay safe, Bussis auf eure Bäuche. Tschüssi!